Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Aus Schauerfeld. Mitteilungen der Gesellschaft der Arno Schmidt Leser. Dem Original eine größere Leserschaft zuführen, von Armin Eitherr. Eine Rezension zu Arno Schmidts Zettels Traum, ein Lesebuch, herausgegeben von Bernd Rauschenbach, mit Texten von Susanne Fischer. Eine Edition der Arno Schmidt Stiftung Suhrkamp, 2020. Es lässt sich als Glücksfall bezeichnen, dass 50 Jahre nach dem ersten Erscheinung von Zettels Traum zwei aus der Gruppe jener ausgewiesenen Kenner, deren Zahl durch die berühmte dritte Wurzel aus Pi errechenbar sein soll, sich die Mühe gemacht haben, ein Lesebuch zu schaffen, das durchaus als gelungen bezeichnet werden darf und dem gern noch zwei oder drei weitere folgen dürfen. Auswahlausgaben werden zwar oft belächelt oder beschimpft, etwa als Kulturferkeleien, wie sie mir gegenüber vor langer Zeit einmal ein Kollege nannte. Ich habe sie damals verteidigt und tue das auch heute noch, denn sie führen oft tatsächlich dazu, wozu sie fast immer führen wollen, dass der Rezipient auf das Ganze neugierig wird und sich, angeregt durch das Fragment, dem vollständigen Werk zuwendet. Sei es, weil die Auswahl so unzulänglich ist, man denke nur an gekürzte Reklamausgaben wie die der Göttlichen Komödie oder des Simplicissimus. Dass sie durch die vielen offen gelassenen Fragen eine Hinwendung zum ungekürzten Werk quasi erzwingt, sei es, weil sie so gut ist, dass man mehr des Guten sucht, wie es der Fall ist bei Anthony Burgess' A Short of Finnegan's Wake oder bei Orlando Furioso di Ludovico Aristo raccontato da Italo Calvino con una scelta del poema. Und eben auch beim hier besprochenen Lesebuch zu Arno Schmidts Zettels Traum. Um das zu begründen, sei es gestattet, kurz von den eigenen Lektüre-Erfahrungen mit den drei bisher vorliegenden Ausgaben des Typoskript-Faksimiles des gesetzten Buches und eben des Lesebuchs zu berichten. Die erste Zettels Traum-Gesamtlektüre dauerte Mitte der 1980er fast zwei Jahre. Das hängt nicht nur damit zusammen, dass ich das in der Salzburger Germanistischen Institutsbibliothek vorhandene Exemplar der Faksimile-Ausgabe nur zu den Öffnungszeiten lesen konnte und die Bibliothek zu den Wochenenden und teilweise in den Ferienzeiten überhaupt geschlossen war, sondern auch mit einer neuen Leseweise. Nicht nur war es gut, die Lektüre in der Nähe der Abteilung mit den Enzyklopädien und Wörterbüchern vorzunehmen, weil pro Seite einige Male aufzustehen und etwas nachzuschlagen war, was aus physiotherapeutisch-ergonomischer Sicht ja sicher positiv ist. Sondern sie erfordert auch eine ungewohnte, sehr langsame Art von Lektüre, die ich bald als mehrdimensionale bezeichnete. Außer der Notwendigkeit, den Text bisweilen zu verlassen und andere Literatur zu konsultieren, gab es da noch, vereinfacht gesagt, drei aufeinander bezogene Textspalten pro Seite, die man sich gemäß der Aussage Schmidts dreidimensional, zylindrisch gebogen, bis sich der linke und der rechte Rand berühren, vorstellen möge, was nur durch eine besondere Lesetechnik nachzuvollziehen ist. Von der Mittelspalte mit der Romanhandlung ist bisweilen nach rechts zu springen, wo zumeist Pagenstechers gedachte Kommentare, aufblitzende Assoziationen, Vorausdeutungen,
besser nicht auszusprechender Unfug oder Unflat zu lesen sind, oder nach links, wo sich primär die Zungengespräch und Erleben der meist vier durch die Mittelspalte wandelnden Personen passenden Zitate aus dem Werk Poes finden, die wie seltsame Echos aus dem Mitteltext erscheinen können. Oder ist dieser selbst nur davon überzeugt, eine Emanation der Poeschen Wortschattenwelten also? Dadurch, dass es sich um das faksimilierte Typoskript mit Korrekturen bzw. Ausstreichungen, oft nur mit Lupe lesbare handschriftliche Einfügungen, Ein- und Überklebungen handelt, ist man noch dazu verleitet, sich Gedanken über den Schreibprozess und sogar über die Gedanken des Autors während desselben zu machen. Bei wie vielen Dimensionen sind wir da bereits? Egal. Und außerdem, wohin führt uns Wesen, die schon mit den basalen drei oder vier Dimensionen nicht zurechtkommen, das sich verlieren in eine solche Vieldimensionalität? Wichtig ist es, das Augenmerk darauf zu richten, was Zettels Traum eigentlich ausmacht. Dazu sagen Jörg Drews Zettels Traum Lesenotizen in den Bargfelder Boten auf insgesamt vier Seiten eigentlich schon alles Wesentliche aus. Aufs Kürzeste zusammengefasst. Eine ausgedehnte Auseinandersetzung mit Edgar Allan Poe nebst dazugehöriger psychoanalytischer Etym-Theorie, eine Liebesgeschichte und lähendliche Szenen und Szenerien rund um das Kaff Oedingen. Bei der Aufzählung von Nicht-Realistischem in Zettels Traum führt Drews an, das anzutreffende Sexualpandemonium sei unmöglich und, wollen wir hinzufügen, auch nicht jedermanns und Fraus Sache. So schwer es auch sein kann, dieses Faktum, etymische Schreibweise erübrigt sich durch die Phonetik, Sine ira et studio hinzunehmen, so wird einem doch nichts anderes übrig bleiben, will man Zettels Traum nicht überhaupt aus seinem Wahrnehmungskreis verbannen. Natürlich ist eine derartig in vielen Bereichen durchsexualisierte Welt nicht realistisch. Es verhält sich jedoch damit so, dass diese als von Pagenstecher, sprich Schmidt, erschaffene zu sehen ist, die dieser danach vorgeblich verblüfft, erheitert betrachtet und kommentiert, bestätigt in seinen schopenhauerischen Ansichten von ihr als Wille und Vorstellung und halb belustigt, halb abgeklärt eine Braue erhebend, angesichts eben dieses Weltzustandes aus der Warte eines, dem im Hirn die vierte Instanz wie eine Kaktusblüte aufgegangen ist. Auch wenn es manchmal nicht einfach sein mag, in Zettels Traum Ernst und Schalkerei auseinanderzuhalten, so empfiehlt es sich doch, sich letztlich eher auf Pagenstechers Schalksernst-Habitus zu besinnen, auf den er ja auch explizit hinweist. Die gesetzte 2010 endlich im Rahmen der Bargfelder Ausgabe erschienene Ausgabe habe ich erst im Arno-Schmidt-Jahr 2014 zum 100. Geburtsjahr für den Sonderpreis um 100 € gekauft und erst einmal nach 20 Jahren von Anfang an bis zum Ende von Buch 2 durchaus studiert und dann querfeldein wie ein Lesebuch ziemlich ganz zu Ende gelesen. Was nunmehr wegfällt
und die Lektüre wesentlich erleichtert, ist die Verführung, sich dauernd über den Schreibprozess Gedanken zu machen, die handschriftlichen Ergänzungen zu entziffern und sich die Frage zu stellen, was jetzt eigentlich zum eigentlichen literarischen Text dazugehört und was nicht. Das ermöglicht eine Konzentration auf denselben, auf die erzählerischen Partien und überhaupt ein schon sehr viel flüssigeres Lesen. Der vermeintliche bzw. anzunehmende Dimensionsverlust erweist sich als zumindest verkraftbar. Im Gegenteil, es tun sich in der gegebenen Dimensionalität genügend neue zu erforschende Nebenströme, zu durchschauende Wurmlöcher und zu durchschreitende Labyrinthe auf. Das Lesebuch nun, das errechnetermaßen etwa 13% von Zettels Traum umfassen soll, ist einspaltig und enthält weitgehend Abschnitte aus dem Mittelspaltentext. Nur hie und da sind darin in kleinerer Schrift Ausschnitte zumeist aus der rechten Spalte eingefügt. Natürlich kommt es dadurch auch zu Verlusten von präludierendem oder leitmotivischem, wie schon auf der ersten Seite. Probezüge, versteckte autorbiografische Verweise, mythologisches, Anspielungen auf für den Text zentrale Werke wie den Faust werden sozusagen weggerückt. Dafür bedarf es nicht mehr der Hin- und Herhüpftechnik, wodurch sich der Text aber nun tatsächlich mit vergleichsweise rasender Geschwindigkeit lesen lässt. Die Passagen sind gut und unbeeinflusst von Political Correctness oder irgendwelchen anderen zeitgeistig-moralischen Wertevorgaben ausgewählt und geben im Verein mit denen die 8 Zettels Traumbücher je einleitenden Zusammenfassungen und den Überleitungen in den Textausschnitten einen Überblick über alle wesentlichen Aspekte, die einem in Zettels Traum begegnen. Wer dies und die sonst noch beigegebenen für die Zettels Traum-Lektüre aufschlussreichen Texte von Arno Schmidt, also das ganze Lesebuch durchgearbeitet hat, wird sich gewisslich zu entscheiden wissen. Was bleibt, sind einige Fragen, auf die in dieser Besprechung zwar keine Antwort gegeben wird, die sich aber ergeben haben bei der Überlegung hinsichtlich einer weiteren Erleichterung der Rezipierbarkeit für die anvisierte Leserzielgruppe sowie einer es auch dem Fachmann komfortabler machenden Verwendung. Letzteres führt zu den ersten beiden Fragen. Ob es nicht sinnvoll wäre, so wie vorher, die Seiten der Faksimile-Ausgabe auch im Lesebuch, die der Ursprungsausgabe jeweils klein am Rand anzugeben. Und ob es nicht angebracht wäre, die Streichungen im Lesebuchtext längere und kürzere, von oft nur einer oder zwei Zeilen, etwa durch Auslassungszeichen anzuzeigen. Diese Dinge würden das Auffinden einer Lesebuchstelle im kompletten Text sehr erleichtern. Nun wären diese Fragen eher zu verneinen, wenn man in Betracht zieht bzw. wünscht, das Lesebuch sei nicht für den passionierten Schmidt-Leser und Zettels Traum-Fachmann gedacht. Vielmehr will es dem noch zögernden Leser Mut machen, sich dem Lektüreerlebnis auf eine kurze Zeit auszusetzen, in der er entscheiden kann, ob das schwer zu lesende, aber nicht unlesbare Buch etwas für ihn wäre. Obwohl es reizvoll wäre, erfolgt keine Spekulation darüber, was Arno Schmidt wohl dazu zu entgegnen gehabt hätte. Tatsächlich stellt sich die Frage, welcher Leser das Lesebuch finden wird, beziehungsweise welche Leser es finden werden.
Darauf lassen natürlich auch die bisherigen Rezensionen, die etwa von Gisbert Damaschke, Marius Frenzel oder Tillmann Spreckelsen stammen, nicht schließen. Ihre Einschätzungen sollen hier nicht wiederholt werden, mit Ausnahme von einer, nämlich derjenigen von Gisbert Damaschke, der wie die anderen nicht zur dezidierten Lesebuch-Zielgruppe gehört. Im Fazit seines Arno Schmidtl News Blog Beitrags, aber doch aus der Perspektive des Fachmanns, folgende Einschätzung formuliert, die gerade von der Nützlichkeit des Lesebuchs für diesen spricht. Zitat: Und ich selbst? Nun, vielleicht werde ich da mal ausführlicher und grundsätzlicher. Bis dahin mag es genügen, dass ich derzeit mit großem Vergnügen im Lesebuch lese und doch ein ums andere Mal laut auflachen muss. Je länger meine Lektüre zurücklag, desto stärker und störender scheint meine Erinnerung daran, unter den schieren Massen des Etümgerolls begraben worden zu sein, bis ich anscheinend völlig vergessen hatte, was für ein komischer, trauriger, herzbeengender großer Roman Zettels Traum ist. Oder vielleicht genauer hätte sein können. Zitat Ende. Darüber, wie weit der noch zögernde Leser, wahrscheinlich weitgehend unvertraut etwa mit den zahlreichen Dechiffrierungen des Bargfelder Boten und der übrigens schon beachtlichen Menge an Zettels Traum Sekundärliteratur, sich abhängig vom Bildungsstand auf vieles einen oder keinen Reim machen kann, soll hier nicht spekuliert werden. Aber es ist vorstellbar, dass die meisten, die mit dem Lesebuch das Schmidt-Universum betreten, auf Stellen stoßen, wo sie sich Erläuterungen wünschen würden. Angefangen von noch relativ einfachen Dingen, gleich auf der ersten Seite wie der oder die Nebel, schelmenzünftig und Herr Thea und Herr Theat, der mit Auroren dahlt, bis hin zu auf jeden Fall der Kommentierung bedürftigen, zugegebenermaßen zahlreichen, Anspielungen oder Begriffen, wie sie sich etwa in folgendem kurzen Abschnitt finden, wo zwei Wörter erscheinen, die nicht nur im gesamten Werk Arno Schmidts sonst nicht vorkommen, sondern sich auch in herkömmlichen Wörterbüchern nicht nachschlagen lassen und denen auch zum Beispiel Dieter Stündel elegant in seinem Register ausgewichen ist, indem er sie einfach nicht aufgenommen hat. Zitat: Paul Jacobi äußert Bedenken, man gestehe den Etyms vielleicht doch zu viel manipulativen Einfluss auf das eigene Denken zu. Dies erscheine ihm denn doch immer mehr oder weniger, also mehr, wahnhaft doketisch. Kann man ihn, Poe, denn so schlankweg als Typhedan einstufen? Pagenstecher wendet ein: Er habe ihn nie so genannt, Paul, aber bitte stellt euch doch einmal gänzlich unvoreingenommen an die Fenster seiner Texte. Was bemerkt man dann? Dass es doch mehr als doketisch sei, sich von Etyms leiten zu lassen, weil Poe dadurch als Typhedan erkennbar werde? Wird hier eine medizinische Diagnose gestellt? Lässt man die sehr interessanten Etymologien der beiden Worte beiseite und gibt nur ihre Bedeutung an, so ist schlicht und einfach zu verstehen, dass die Methode eben nicht auf Schein beruht, doketisch sei und Poe dadurch wohl als Windbeutel bzw. Dummkopf, also Typhedan, entlarvt werden könne. Der hochtrabend klingende Satz impliziert so jene eher plumpe Anschuldigung gegen Poe, die sich durch Zettels Traum zieht.
er sei letztendlich ein von unbewussten Dunklen, überall im Werk dem Kenner der Etymes sich manifestierenden Trieben gesteuerter Wirrkopf. Ein Depp, das heißt ein DP, was als Abkürzung für Dichter, Priester zu lesen ist. Nehme man Pagenstechers Diagnose ernst, so wäre sie als massive und letztlich primitive Herabsetzung Poes zu sehen. Jener aber spricht, wie bereits bemerkt, mit Schalks Ernst. Er treibt seine Possen mit Poe und dessen unterstellten Esswelt-Kulissen, so wie zuvor Schmidt die seinen mit der Poe-Welt Karl Mays im ja auch durchwegs extrem humoristischen Sitara getrieben hat. Und so ist immer zu beachten, was der Autor in Vorläufiges zu Zettels Traum, das in Auszügen im Lesebuch ab Seite 201 abgedruckt ist, zu bedenken gibt. Zettels Traum musste allein schon der Etymbasis ein zu zwei Dritteln humoristisches Buch werden. Durch eine spezielle Konzentration auf erzählerische Passagen und die Beseitigung von manch theoretisierendem, philologischem und anderem schattendem Geröll bahnt das Lesebuch einen Pfad zur auf jeden Fall lohnenden Auseinandersetzung mit Zettels Traum, das auch mit und in dem dann dort anzutreffenden Geröll für mich zumindest immer noch ein gar nicht langweiliges Wortweltwerk ist. Sie hörten dem Original eine größere Leserschaft zuführen. Armin Eidherr. Rezension zu Arno Schmidts Zettels Traum. Ein Lesebuch. Herausgegeben von Bernd Rauschenbach. Mit Texten von Susanne Fischer. Eine Edition der Arno Schmidt Stiftung. Es sprach Uwe Kulnig. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.